Alles fing 1957 an. Mein Großvater war Tischler und hat damals beschlossen, mit Brettschichtholz zu arbeiten. Gemeinsam mit meinem Vater fing er 1958 mit der Herstellung von Brettschichtholzbalken an. Irgendwann stellte sich uns die Frage, wie wir die Firma weiter ausbauen können. Und da haben wir uns mit einem anderen, kleineren Brettschichtholzhersteller aus Auckland zusammengetan. Daraus ist Timberlab Solutions entstanden. Das Yellow Tree House Projekt wurde uns von einem Architekten vermittelt, der eine Kampagne für die gelben Seiten gemacht hat. Das war Anfang der 2000er. Sie hatten die Idee, ein Baumhaus in einem Mammutbaum in einem Mammutbaumwald nördlich von Auckland zu bauen. Am Anfang kamen sie nur mit ein paar handgezeichneten Skizzen ihrer Idee zu uns und wollten wissen, ob wir das umsetzen können. Wir haben uns das dann angeschaut und dann haben unsere Leute weiter mit dem Architekten gearbeitet und das Vorhaben weiterentwickelt, bis hin zum Entwurf praxistauglicher Zeichnungen. Dann haben wir alle Elemente für die Rundung hergestellt. Es ist ja eine Zwiebelform und wurde tatsächlich im Baum gebaut. Da hängt es an einer speziellen Halterung. Und der Baum lebt nach wie vor. Das Baumhaus ist mittlerweile seit 10 Jahren da. Was uns einzigartig macht, ist, dass wir eine Lösung anbieten. Wir bieten ein komplettes Paket von der Unterstützung der Kunden in der ersten Designphase bis hin zur Zusammenarbeit mit Architekten und Ingenieuren, um ihnen dabei zu helfen, die beste Lösung für das Gebäude zu finden, ohne dabei zwangsläufig das eigentliche Gebäude verändern zu müssen. In der Vergangenheit haben wir viel manuell gearbeitet, mit Handwerkzeugen und kleineren Holzbearbeitungsmaschinen. Praktisch alles, was wir gebaut haben, ob groß oder klein, ob Sägen, Fräsen, Bohren oder Spanen, wurde per Hand oder mit kleinen Maschinen gemacht. Aber irgendwann haben uns die Leute aus der Branche, Architekten und Entwickler, gefragt, wann schafft ihr euch eine CNC-Maschine an? Es gab eine Weiterentwicklung in der Branche, hin zu mehr externer Herstellung, zu detaillierterer Arbeit. Da musste eine große Entscheidung getroffen werden. Was machen wir? Was kaufen wir? Und wir haben uns letztlich für die Weinmann WMP entschieden. Der Prozess war ein bisschen wie eine Reise, so wie das Leben selbst eine Reise ist. Und die CNC-Technologie ist dabei ein Teil dieser Reise, der uns weiterbringt.